Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal vergesse. Wir sind hier immer noch in Costa del Sol. Dem gehöre ich voll wenig. Lass mich mal kurz den Sound ein bisschen höher machen. Ups, das hat man jetzt, glaube ich, gehört. Egal. ja, ich bin hier in Costa del Sol immer noch. Und ich bin oben ohne mit Cloud. Und ja, wir haben in der letzten Folge die restlichen Badeanzüge für die Mädels eingesammelt, für Tifa und für Aeris. Und sind dann am Strand gegangen, haben Hoyo getroffen, welcher da auch irgendwie Urlaub gemacht hat. Und der hat einige von diesen Kapuzenmännern hier mit Hilfe von so einer Maschine hier gefangen genommen, nachdem er die mit diesen komischen Viechern da infiziert hat, wie auf dem Schiff. Und ja, wir haben ihn laufen gelassen, weil keine Ahnung. Und ja, wir haben gegen dieses komische mechanische Viech von Hoyo gekämpft und jetzt sind wir hier, weiß ich nicht, ich nehme an, unsere Ereignisse hier so ein bisschen so drüber am Reden, ne, und Revue passieren zu lassen. Hier ist Tifa, lass mit Tifa reden. Es war niemand hier, deshalb war ich so frei. Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Jetzt bist du hier. Alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. Ja, ist viel passiert. Ja, ist viel passiert, was? Viel Gutes, aber auch Schlechtes, ja. Was ist mit dir, Cloud? Wünschst du dir manchmal, dass du das alles vergessen könntest? Sowas vergisst man nicht. Das brennt sich ein. Ja. So geht's mir auch. Hey, soll ich dir auch was mixen? Danke, aber das hebe ich mir für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Hab ich Barrett versprochen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Streng geheim. Du und deine Geheimniskrämerei immer. Ja. Konversation. Das war doch mal eine gute Konversation, ne? Wenn das alles vorbei ist, kann ich das Meer hoffentlich richtig genießen, ohne all die Sorgen. Okay. So, ich habe gesehen, da ist jemand. Ich nehme an, das ist Red, ne? Ne, Barrett. Genau, Barrett saß hier an der Treppe. Was soll ich überhaupt machen? Ich soll mit meinen Kollegen reden, ne? Nehme ich an, oder sollen wir ja weggehen? Weiß nicht. Ja, Yuffie ist awesome, oder? Ich höre ihn gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. Das ist einzig und allein Hojos Schuld. Ist allein Hojo Schuld. Ja, den lassen wir auf keinen Fall damit durchkommen. Deswegen haben wir ihn gehen lassen. Was aufs Maul, aber sowas von. Ich weiß nicht, warum Barrett hier diese Schwarzkutten hier so wichtig sind. Ich hoffe, Lenchen kann das irgendwann auch mal sehen. Wir tun die irgendwie, ich muss irgendwie über die lachen die ganze Zeit. Die werden die ganze Zeit irgendwie, die sind wie so Cartoon-Charaktere. Die werden irgendwie immer in irgendwelche komischen Situationen ja reingepackt. So, oh nein, wir wurden von einem mechanischen Tintenfisch entführt. Oh nein, wir wurden erschossen. Oh nein, wir sind eine Klippe runtergefallen. Oh nein, ein riesiger Kondor wurde uns hat uns gerade entführt. Das ist irgendwie so ein Running Gag. Sich ruhiger bleiben. Nein, ist nicht unsere Schuld. Macht er keine Vorwürfe. Macht ihr deshalb keine Vorwürfe. Jeder, der das gesehen hätte, hätte genauso gehandelt. Ja, beim nächsten Mal zerfleische ich ihn. Wieso sind wir in der Anschuld? Eigentlich nicht, ne? Die Schwarzkutten, ne? Die waren halt hier. Die haben irgendwie mehr Schuld als wir, ne? Die herumgelaufen sind. Aber die können ja nichts, ne? So, wo ist Aeris? Ich nehme an, Yuffie läuft ja auch herum, ne? Aber da sieht irgendwie verdächtig aus. Wer ist da hinten? Irgendwie kann ich mich da nur langsam bewegen, deswegen. Ich habe das Gefühl, da muss ich hin. Hier kann ich gar nicht hin, glaube ich. Privatstand, betreten verboten. Wir sind noch die ganzen Leichen. Nee, jetzt kann ich mich wieder normal bewegen. Wer bist du?
Ich bin mal wieder zu spät, wie immer. Aber was kümmert's mich? Ich bin sowieso geliefert. Ach was? Die können mich alle mal. Bevor die mich rausschmeißen, gehe ich lieber selbst. Ich kündige! Jawohl! Hey Rufus! Steck dir dein verdammtes Markus sonst wohin! Wer bist du? Scheiß Shinra! Ich hasse euch alle! Bei dem Hintergrund nur so, Prost! Wie ich die bei Shinra hasse! Du und Bert können beste Freunde werden. Na, wo ist Aris? Läuft sie ja nicht auch am Strand rum irgendwo? Doch, da hinten ist sie. Ich habe vergessen, sie läuft ja in anderen Klamotten hier rum. Verrückt, wenn man bedenkt, dass irgendwo da hinten Midgar liegt, nicht? Meine richtige Mutter. Sie hieß Ifalna. Hojo hat sie eingesperrt und Experimente durchgeführt. Ja. Weil sie eine Zetra war. Aus diesem Grund hasse ich ihn. Zutiefst. Manchmal denke ich sogar an Rache. Ich male mir aus, wie er leidet. So sehr, dass ich selbst erschrecke. Das ist doch völlig normal. Du wärst nicht die Erste, die jemanden hasst. Hörst du? Mach mir aber trotzdem Sorgen. Zerbrich dir den Kopf, wenn es soweit ist, Aris. Das ist früh genug. Ich helfe dir so oder so. Hörst du? Wie ritterlich. Sollen wir? Okay. Den Kopf zerbrechen kann ich mir später. Hast schon recht. Ich zähl dann auf dich. Hörst du? Klar. Nicht dich. Ich meinte mich in der Zukunft. Sicher bin ich dann absolut umwerfend. Wirst schon sehen. Na gut. Den heutigen Tag werde ich niemals vergessen. Na gut, dann nehme ich mal an, gehen wir ja weg, ne? Yuffie scheint ja nicht zu sein. Wie es wohl den anderen geht. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich mit ihm noch mal geredet hatte. Na gut, dann gehen wir mal, ne? Du willst schon zurück? Ja. Also Yuffie ist hier gerade irgendwo aufgetaucht. Die Steuerung schadet sicher nicht. Schon mit den anderen gesprochen? Also sie ist jetzt irgendwo hier aufgetaucht, ne? Ja, ich gehe noch mal sicher, ne? Aber wenn Yuffie sich ja irgendwann anschließt, ne, dann müssen wir halt hier. Ich nehme an, sie hängt dann ein paar Freundschaftspunkte so hinterher, ne? Und sie muss ja auch ein bisschen aufgeholt werden dann, ne? Aber sie scheint hier nicht zu sein, okay? Ich nehme an, sie tut sich jetzt hier gleich anschließen, ne? So wie Red damals in Calm, ne? So, aber sie ist ja nicht. Warum hängst du denn so ein bisschen mit der Freundschaft hinterher? Ich habe mit dir Karten gespielt letztens. Weiß ich nicht. Irgendwie scheint er so ein bisschen hinterher, ne? Na gut. Und nun geht's ab nach Coral, nehme ich an. Zum Hotel. Strandhotel der Welt ohne Strand. Cool.
Das war es dann in Costa del Sol, nehme ich an, ne? Johnny? Oh, hey, Leute. Meine Güte. Johnny, bist du okay? Hab mich nie besser gefühlt. Danke für deine Hilfe. Wisst ihr, also, ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Capone und das Hotel. Der hat mich voll verarscht. Und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Capone gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat er's mir erlassen. Alles. Ausgezeichnet. Ich dachte, er wird jetzt irgendwie so eine Quest führen, wo wir denen immer wieder irgendwie Geld irgendwie geben müssen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen 7-Sterne-Schuppen verwandle. Aber das ist ja unsere Basis. Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön in der Ferne, nicht wahr? Hey, wie die echten. Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. Na gut. Im Original ist man hier einfach nur in die Stadt gegangen und dann wieder gegangen. Also nichts von all dem hier passiert. Außer diese Szene mit Hojo. Danke für alles. Nicht doch. Ich hab zu danken. Und wo zieht's euch als nächstes hin? Wir verfolgen die Schwarzkutten. Oh, die sind heute Morgen Richtung Coralgebirge aufgebrochen. Ja. Ich habe ihnen vorgeschlagen, sich erstmal auszukurieren, aber vergeblich. Das Coralgebirge. Dann ist das auch unser Ziel. Vielen Dank, dass ihr mein bescheidenes Haus beehrt habt. Ich wünsche eine gute Reise. Alles klar. Die Gruppenmitglieder können wieder verändert werden. Okay. Die Reise geht weiter. Gut, dann müssen wir hier wieder weg, ne? Ich nehme mal an, hier wird es noch einige Sachen zu erledigen geben in Costa del Sol, würde ich jetzt mal raten. So Nebenquests und so. Aber weiß ja nicht, ne? Nicht zugehen, danke. Schau mich ja noch mal um, ne? Man kann ja nie wissen, vielleicht sind jetzt hier neue Sachen. Bambuswände. Warum? Wir setzen noch nicht mal die richtigen Wände. Okay. Genau gleich hier, dann gehen wir mal. So, Yuffie, wo bist du? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Da ist sie. Ja, dich. Jawohl. Gleiche Intro wie bei DLC damals. What? Wenn ich gewinne, dann werdet ihr mir als Vasallen dienen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, stelle ich mich in euren Dienst. Was sagst du? Von mir aus? Nein, komm gefälligst zurück. Oh Gott, jetzt bin ich irgendwie nervös. Was wäre, wenn ich gesagt hätte, gibt es automatisch speichern? Ich will mal gucken. Weil jetzt bin ich doch irgendwie nervös. Automatisch 18, 27, ist ja noch weniger zurück.
Nein. Weißt du was, ich guck da jetzt einfach mal nach, ne? Also bis gleich. So, Mädchen, wir reden jetzt noch mal. Ich bin wieder da. Ja, rückblickend betrachtet hätte ich vielleicht irgendwie darüber nachdenken sollen, was ich antworte, weil im Original taucht, wie gesagt, Yuffie in so einem random Wald auf, ne? Und man kann sie random begegnen, da muss man sie erst vorher bekämpfen. Und dann gibt es einige Dialogoptionen, die man machen muss, ne? Und man darf auch nicht das Menü öffnen, weil dann, wenn man das Menü wieder zumacht, ist sie dann weg, ne? Und hat ein bisschen Geld geklaut, ne? Man muss irgendwie, ich weiß nicht, so desinteressiert wie möglich sein und sie einfach so voll casual einladen, ne? Weil man kann sie zum Beispiel nach ihrem Namen fragen, und damals im Original hat ja keine Synchronsprecher und keine Synchro-Ausgabe, ne? Deswegen konnte man die Charaktere, die alle Hauptcharaktere umbenennen, ne? Und wenn man auch, selbst wenn man sie nach ihrem Namen fragt, dann öffnet sich hier das Menü, wo man den Namen für sie eingeben kann, und dann ja, dann schließt sich das Menü wieder und dann ist sie wieder weg und hat Geld geklaut, ne? Und dann irgendwie, keine Ahnung, kommt sie irgendwie mal so, okay, sollen wir kämpfen? Na gut, dann öffne kurz das Menü und bereite dich vor. Und dann ist natürlich auch noch ein Speicherpunkt da in der Nähe, was sehr verlockend ist, ne? So, okay, ich speichere mal kurz und dann kämpfe ich gegen die, ne? Und dann ist sie verschwunden, ne? Von daher hätte ich vielleicht irgendwie eher nachdenken sollen, was ich antworten soll, ne? Und zwar hätte ich anscheinend zu sagen, lass kämpfen, hätte ich sagen sollen, kein Bedarf, ne? Weil das musste man, glaube ich, auch im Original auswählen, ne? Kein Bedarf. Und dann irgendwie, keine Ahnung. Dann hat sie irgendwann gedroht, wegzurennen. Dann hätte man sagen können, ich gehe wirklich, okay. Dann hätte man irgendwie sagen müssen, nee, warte mal, komm noch mal zurück. Und dann denkt sie so, oh, okay, was willst du denn wissen oder so, ne? Und ich glaube, dann musste man irgendwie... Dann hat sie irgendwie gesagt, so, wenn du willst, kann ich mich hier anschließen, ne? Und dann muss man einfach sagen, okay, los geht's. Dann hat man irgendwie mehrere so Auswahlen, so wie heißt du und so oder so, irgendwie, oder kein Bedarf oder so, glaube ich sogar. Und man muss dann einfach nur sagen, okay, komm mit. Und dann laufen die Charaktere einfach weg, voll casually, und sie wird einfach so in die Gruppe mehr oder weniger so hineingezogen. Deswegen habe ich so das Gefühl, ich muss irgendwie so... Ich hoffe, das läuft dann ungefähr genauso ab, ne? Und weiß nicht. Oder dauert das echt noch so lange, bis sie sich einen anschließt? Oder danach kommt ja noch Coral, dann kommt noch eine Menge andere Sachen, ne? Also ich hätte schon gerne. Ich mag nicht, wie das Spiel mich hier so am Teasen ist mit Yuffie. Ich will, dass sie sich eigentlich die Truppe anschließt hier. Hey Leute! Ich glaube, ihr habt was Richtiges vergessen. Also ja, wir versuchen jetzt nochmal, ne? So, ich mag dich, Yuffie, aber ich möchte mal Cutscene überspringen. So, ich will ein Duell. Danke, kein Bedarf. Willst du dich drücken? Jetzt komm schon. Kämpf gegen mich. Was denn, was denn? Hast du dir vor Angst in die Hosen gemacht? Naja, ein bisschen schon. Ja, genau, da musste man auch. Ist das die gleiche Konversation wie im Original? Verständlich. Und nun die super tolle Neuigkeit für euch. Die bildhübsche Ninja hat nämlich einen gültigen Tag und schließt sich euch an. Na, schön aus dem Häuschen? Im Original musste man dann antworten, glaube ich. Nicht wirklich. Klar, total. Weil nicht. Klar, total. Ehrlich? Bei euch mit. Freut uns, Yuffie. Also hätte ich sie jetzt echt verpasst bekommen? Dann nie im Leben, oder? Wenn du auch nur auf einen krummen Gedanken kommst, dann stopfe ich dich in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutheit zurück. Jetzt echt? Okay, geht klar. Materia. Ja, das sieht man nicht von da aus. Yuffie Kisaragi, stets zu euren Diensten. Ja, endlich. Also am besten stehe ich hier.
Kannst du also kannst du in umkleiden Kabinen fast zur Oberurlaubsstellung an den Strand bekleidet schlüpfen. Was sei, wenn die Autos deiner Charakter. Nein! Du kannst nur mit Shinra 8 zwischen Costa del Sol und Unterjonan reisen. Der Shinra 8. Alles klar. Jetzt hat sie sich uns angeschlossen. Das gibt's jetzt nicht, ey. So, einen Moment mal. Jetzt will ich es aber echt wissen. Ich habe ja genau hier vorgespeichert. Ne, was habe ich sie dann? Hätte ich sie dann echt verpasst, wenn ich jetzt hier nicht? Oder kommt sie dann doch noch mal am Ende irgendwie so hin? Aber jetzt will ich es doch hier ehrlich gesagt schon wissen. Ne? Haut sie dann einfach ab? Keine Ahnung. Aber jetzt bin ich doch schon neugierig, wie das hier abläuft. Von mir aus. Du willst wirklich kämpfen? Also ich will dir ja auch keine Umstände machen. Wir könnten natürlich auch einfach so Freunde werden, hatte ich mir so lang gescheitert. Taktischer Rückzug. Was hatte die denn? So. Warte mal, ich hab's mir anders überlegt. Sag mal, seid ihr euch wirklich absolut sicher, dass ihr auf mich verzichten wollt? Was ist denn, wenn ich jetzt nicht, ja, jetzt will ich aber ganz wissen. Ich gehe wirklich. Und das meine ich wirklich ernst, ja? Ja, und dann müsste man sagen, nein, warte. Ne? Nur zu. Na, jetzt will ich mal rausfinden. Ach, was war doch ein Scherz. Das will ich nun auch wieder nicht. Also, nehmt ihr mich auf? Freut uns, Yuffie. Was zum... in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutai zurück. Jetzt echt? Okay, geht klar. Na gut. Yuffi Kisaragi, stets zu euren Diensten. Alles klar. Also kann man sie nicht verpassen, wollte schon sagen. Ich meine, wo wäre sie denn dann? Wäre sie dann jetzt die ganze Spiel lang irgendwie nur aufgetaucht oder so? Ja. So. So, und ich weiß, ich bin jetzt etwas kleinlich, aber ich tue jetzt nochmal laden und tu mal hier, weil nicht. Nur. So Entscheidungen treffen, die sie halt mag. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Verbundheitsdinger hier irgendwie verloren habe. Aber komm. Meine Güte, ich mach das jetzt nicht mehr so. Meine Güte. Für Yuffi. Ne. Danke, kein Bedarf. Hm? Willst du dich drücken? Jetzt komm schon. Kämpf gegen mich. Ich will jetzt nicht, dass sie irgendwie denkt, sie irgendwie weiß nicht. Angst in die Hose gemacht? Ich will sie jetzt irgendwie nicht bedrohen, uns hier sich anzuschließen. Naja, ein bisschen schon. Aber das waren alles die originalen Dialoge aus dem Original. Nur halt irgendwie vermischt so. Bei meiner Stärke ist das natürlich auch nur allzu verständlich. Und nun die super tolle Neuigkeit für euch. Die bildhübsche Ninja hat nämlich einen gütigen Tag und schließt sich euch an. Na, schön aus dem Häuschen? Nicht wirklich. Ich sitze ja noch eine halbe Stunde gleich. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, ich bin jetzt hier super kleinlich, aber ich will mal kurz
Ich will jetzt mal ganz kurz nachgucken im Original. Final Fantasy 7 im Original, ne? Final Fantasy 7 Original Yuffie Joints. Weil ich will mal die exakt gleichen. Ich will die exakt gleichen Dinger mal auswählen, die man auch im Original wählen musste. Vielleicht kriegt man ja eine Trophäe oder so oder irgendwas Geiles, ne? So. So, das ist das letzte Mal jetzt versprochen. So. So, ach, sie hat auch sogar gefragt, dass man noch mal kämpfen will, ne? Okay, das erste, was sie gefragt im Original ist, one more time, let's go, one more time. Da muss man nicht interessiert antworten. Danke, kein Bedarf. Hm? Willst du dich drücken? Jetzt komm schon, kämpf gegen mich. Ich will mal die exakt gleichen Dinger wählen wie im Original. You're pretty scared of me, huh? Petrified. Ja, ein bisschen schon. Natürlich auch nur allzu verständlich. Und nun die super tolle Neuigkeit für euch. Die bildhübsche Ninja hat nämlich einen gütigen Tag und schließt sich euch an. Na, schön aus dem Häuschen? You want me to go with you? That's right. Das ist anders. Das nächste, was sie gesagt hat, ist irgendwie, dass sie direkt... Danach wäre sie sofort gegangen, ne? I'm really gonna leave, really, sagt sie. Im Original. Und petrified, wait a second, that's right, let's hurry on. Das steht irgendwie ja nicht zur Auswahl. Klar, total. Ah, lassen wir das. Da steht vertieft. Das reicht mir. Wer? Es gibt dafür eine Trophäe. Okay, jetzt haben wir ja soweit nicht 20 Minuten lang damit verbraucht, Yuffie zu reden. Meine Verbundheit mit ihr hat sich vertieft. Das ist alles, was ich wollte. Ich wollte halt noch irgendwie so hinleiten, dass sie irgendwie gegangen wäre und dann hätte man irgendwie die andere Dings genommen. Und dann wird genauso wie im Original. Aber was soll's? Ne? Also am besten stehe ich hier. Genau in der Mitte von allen. Ja, okay. So, ich mache jetzt nicht nochmal. Wo ich doch schon initiiert wäre. Ja! Wir haben Yuffie endlich. Unsere Gruppe wird immer größer. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charaktere. Es fehlen noch 3 Charaktere. Von dem ich mir ziemlich sicher bin, einen kriegen wir noch. Die anderen beiden weiß ich nicht. Kommt drauf an, wo das Spiel aufhört in der Story, ne? Yeah! Endlich, Yuffie, willkommen im Team. Was hast du denn alles? Was für Staatswerte hast du alles? Welches Level? Bist du 2 Level höher als jeder andere? Nein, du bist sogar ein bisschen niedriger im Erfahrungsbereich als einige Leute hier. Oh, nee. Egal. So, sie hat... physische Attacke, magische Attacke. Sie hat alle möglichen. Sie ist voll ausgeglichen, sehe ich gerade. Ja, ich weiß ja bis heute nicht. Magie, Stärke, alles genau gleich. Ich weiß nicht, sie ist mehr so auf Geschwindigkeit, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie so im Original so ausgelegt war. Aber sie hat den Megalodon-Armreif. Das ist das neue Ausrüstungsteil. So, sie kam, glaube ich, mit der Stählmaterie damals im Original, ne? So. Na, gucken wir mal. Wir gehen mal klaut hier das andere Schwert auch nicht. Nehmen wir an, wir gehen jetzt auf die Weltkarte und so, ne? Boom. Und habe ich da? Ne, habe ich doch schon, ne? Ne, Störung habe ich noch nicht. So, und dann tun wir erstmal Yuffies Klamotten hier. Mein Gott, ist die winzig so neben. So, 4-spitziger Shuriken und Wirbeldurch. Oh, sie hat schon eine andere Sache. Die ja mehr Magie gibt. Zeit um Himmel, Niederstrecken. Dann nehmen wir natürlich erstmal das Ding, ne?
Dann gebe ich dir, ja, was gebe ich dir denn? Ne? Weltenbummler-Pin. Wäre ein bisschen in Charakter, ne? Soll ich dir Analyse geben, damit jemand anders auch mal endlich Analyse hat? Windhalstuch. Was hat sie denn für Materia erstmal? Nehmen wir an Stehlen, ne? Ja. Yep. TP-Boost. Oh, sehr gut. Analyse, sie hat auch Analyse. Cool. Ich meine aber, wir haben immer Cloud dabei, also bringt's da irgendwie nicht so. So, was geben wir dir? Regener bei präziser Abwehr, ATB-Boost bei präziser Abwehr. Geben wir eher windelementare Sachen, nehme ich an. Ah, ich freue mich so. Wir haben endlich Yuffie im Team drin, jawohl. So, warum kann ich nur zwei Sachen mit dir ausrüsten? Ach, wegen dem Ding, ne? Ich muss wahrscheinlich erstmal das Ding hier hochleveln ein bisschen, ne? So, da du Windschaden plus hast, gebe ich dir einmal Luft. Ich gebe dir einmal Luft. Und wenn du genauso funktionierst wie im DLC damals, dann nehme ich mal an, kannst du da Shuriken werfen und diese Ninjutsu-Attacken einsetzen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Was gebe ich dir? Hast du viel MP? 38? Ist das viel? Ich weiß es nicht. MP-Einsparung. MP verbundener Materie minus 15. Weißt du was? Nehmen wir das. Mit war halt auch mal leveln. Der wird bestimmt auch irgendwann mal nützlich, ne? So. Dann jedes Mal, wenn sie jetzt hier Wind einsetzt, dann ist das auch ein bisschen, ja, kostspieliger. So, und dir geben wir Willenskraft maximal MP. Sollen wir das geben? Meditationstalisman. Schnelligkeit. Ich weiß gar nicht, was Schnelligkeit bringt in diesem Spiel, ehrlich gesagt. Hat aber mit den ATB für Leiste zu tun oder so? Ich weiß das nicht. Schlaf, bla bla, das brauche ich nicht. Frosch, das brauche ich erst recht nicht. Geben wir eher. Weißt du was, geben wir ihr das, damit sie ja schon direkt Analyse einsetzen kann, ne? Und dann müssen wir für ihr noch eine S-Bar erstmal holen. Dann packen wir sie natürlich sofort ins Team, ne? Boom. Und nehmen wir Red, würde ich sagen, ne? So, noch irgendwas? Waffenmodifikation. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal alles für sie ausgeben, ne? Ich nehme an, sie hat noch gar nichts. Sie ist noch Level 3? Nein. So, das wär's dann, ne? In Sachen Ausrüstung. Cool. Alles klar, los geht's. Geht's jetzt wieder raus in die weite Welt? Können wir jetzt hier wieder Zeugs machen? Ich glaube, Nebenquests sind jetzt hier aufgetaucht, ne? Habe ich da gerade nicht eine Meldung bekommen? Materia? So, sind zwei Quests. Was hat denn Rico? Hey, wo kommst du auf einmal? Du bist doch der Fotograf. Wo kommst du auf einmal her? Leute, sorry. Einmal, ich bin zweimal zurück, danke. Alter, das war doch. Hey, na? Aloha. Schön, dich auch im malerischen Urlaubsparadies zu sehen. Das schreit doch nach einem Erinnerungsfoto. Okay, wop. Die Sonne, sie blendet mich. Irgendwo sonst strahlt die Sonne so hell. In Costa del Sol gibt es nichts als Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dazu noch das wunderschön angerichtete Essen und die bunten Tanzgruppen. Man möchte einfach alles fotografisch festhalten. Also, wenn du noch ein schönes Fotomotiv findest, sag mir Bescheid, ja? Ja, mache ich. Okay, nördliches Coral-Fotoregion. Oh, jetzt sind die ganzen Sachen hier aufgetaucht. Boah. Okay, Coral. Freue ich mich. Ist das Coral-Gebirge dann immer noch ein Dungeon oder ist das dann jetzt hier die ganze Weltkarte? Ich bin gespannt, wie das hier aussieht. Ich meine, ich weiß, wie das hier aussieht, aber wie es hier in dem Gewand aussieht, ne? So, ich möchte mal kurz, warte mal, wo kann man hier Klamotten kaufen?
Wo, wer hat das gesagt? Hier. Kann ich mal gucken. Aloha. Kann jetzt nicht mehr umgetauscht werden. Nein. Aber ich kann mir die ja verkaufen. So. Okay, wo ist Yuffies? Ach, ich nehme an, das ist, wenn man, falls man die Quest nicht gemacht hat, ne? Falls man die Quest nicht gemacht hat und die dann so gesammelt hätte, ne? Aber ich will mal sehen, Yuffie, du hast ja auch deine eigenen Klamotten an, ne? Deine eigenen Klamotten. Barrett auch, ne? Avalanche-Anführer. So, was so? Ey! Oh, die schönere Uniform. Dann er ist auch, ne? Cloud auch. Ja. Und Yuffie? Oh, man kann mit ihren Mogri-Dingens hier rumlaufen, mit ihrem Mogri-Mantel. Ein süßer Mantel, den Yuffie auf den geheimsten ja geheimen Mission trägt. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich werde dann mal offscreen gucken, irgendwie, ob die Dinger hier außerhalb von den Städten dann angezeigt werden. So, jetzt muss ich natürlich mal bei Waffen nachschauen. Also für die Leute, die irgendwie ja Final Fantasy 7 gespielt haben damals, ne? Da gab es spätestens, wenn man den ersten Laden, den Junon, ach ja, ich habe ja auch Megalodon-Klamotten und so, ne? Da haben auch einige Leute, Yuffie, da haben auch einige Leute, aua, da war halt so ein Ingame-Hinweis, ne, dass da vielleicht noch ein anderer Charakter ist, ne? Weil in Junon wurden Schuriken verkauft für Yuffie und man kommt dann natürlich das erste Mal nach Junon hin und denkt sich so, hey, warte mal, wir hatten Schuriken in meiner Gruppe, ne? Ich habe keinen Charakter, der Schuriken benutzt. Karneval der Karten, kann ich das machen? Und man sitzt dann da und denkt sich so, hey, warte mal, warum tut dieser Händler, also das war noch in Junon, ne? Und vor Junon konnte man Yuffie zum ersten Mal begegnen und man geht dann in den Laden von Junon und dann sieht man auf einmal so, hey, warte mal, der Händler tut irgendwie Schuriken verkaufen, aber ich habe doch keinen Charakter, der Schuriken hat. Das ist dann halt so ein kleiner Hinweis von dem Spiel, so, hör mal, hier läuft noch irgendwo ein Charakter rum, den du verpasst hast, ne? Okay, beim Karneval der Karten ist die Benutzung des eigenen Kartendecks nicht möglich. Dir werden Karten zugeteilt, mit denen du deinen Gegner während der Herausforderung unter Beweis stellen sollst. Kartenpuzzles gewinne mit einer begrenzten Anzahl an Karten. Andere Karten, alles klar. Machen wir das, ne? Wer ist hier der Chocoboss? Chocochick, Mogri-Trio, Nadelkuss, Seeteufel, Tomberry-König. Stärke-Reduktion. Ja, machen wir mal, ne? Ich muss mir das Deck nicht angucken, wenn er sowieso vorgegeben ist, ne? Was bringt mir das dann nachzugucken? Oh, hey. So. Ja, und dann das ist halt so ein Puzzle, alles klar. Und ich muss dann gucken, wie ich das hier mache, ne? Ja, ich meine, damit ich irgendwas überhaupt ausspielen kann, ne? Muss ich halt hier gucken, ne? So, hier kriege ich 3 Punkte, aber ich brauche hier nur den platzieren, ne? Jetzt hier und gewonnen. Okay, da war relativ easy. Ja. Es gab mal ein Yu-Gi-Oh! Spiel, da gab es irgendwie so Duellrätsel oder so, die man machen konnte. Die habe ich auch immer gerne gemacht. So, cool. Eine Gewöhnlichkeit ohne besondere Fähigkeiten. Das ist auch irgendwie so, weiß nicht, bestimmt Voraussetzungen. So, oh, du hast diese Karte und diese Karte musst du gewinnen damit. Also ja. Das erinnert mich gerade irgendwie so daran, ne? Du hast nur diese bestimmte Anzahl an Karten in der Hand und da musst du jetzt irgendwie gucken, wie du das Duell noch gewinnen kannst. What? Guckt euch mal diesen Chunky Chocobo an. So, wie mache ich das? So, jetzt muss ich natürlich hier so gucken, wie ich das hier mache, ne? Okay, diese Zweierdinger sind mir im Weg. Ich sehe gar nicht, wo hier die Dinger sind.
Ist nur hier was? Dann kann ich ja nur da platzieren, ne? Ja. So, nun. Dann nehme ich mal einen so, ne? Weil es sieht nicht so aus, als könnte ich irgendwie mehrere Dinge. Aber so kriege ich aber nicht genug Punkte, ne? Die einen eigenen unter dem vollen Körpereinsatz erweitert. Was? Also mal gucken, kriege ich ja genug Punkte, um hier 18 Punkte kriege ich ja genug. Ne. Ne, das funktioniert nicht. Kann ich nochmal neu machen? Ich meine, das ist ja nur eine Frage der Zeit hier. So, muss ich den schon als erstes platzieren oder ist das eine Falle? Ich muss den als erstes da platzieren, weil sonst passt er nirgendwo hin, ne? Da habe ich halt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, ne? So, was hast du für Dinger? Wie sehe ich das? Will deine Effekte sehen, wie mache ich das? Achso, gewährt bei einem Sieg der Reihe, in der die abgelehnt wurde, einen Punktbonus von 3. Oh. Ein Punktebonus von 3. Hey, warte mal. War ich das dann nicht? Oh, ups. Verdammt. So, Chunky Chocobo kommt da hin. Ich meine, so viele Kombinationen an Sachen gibt es da ja eigentlich nicht, ne? Ich habe so Gefühl, hier ist das nur richtig, ne? Kann ja nur hier richtig sein, ne? Dann packe ich ihn dahin, ne? Ein Punktebonus von 3, reicht das dann? 3, ne? 17. Ne, doch, klar reicht das. Aha. Ich kenne diese Karten noch gar nicht. Ja, klar reicht das. Ich wollte schon sagen, so viele Sachen kannst du ja gar nicht machen. So, Choco-Chick. Oh, gewährt bei einem Sieg in der Reihe. Ja, das ist eine gute. Und das kostet nur ein? Ja, das ist eine richtig gute Karte. So, machen wir noch das hier. Anfänger und dann weiter. Jetzt ja nicht nur Karten spielen, ne? Oh Mann. Oh, was ist das denn? Guck mal hier. Okay, was kann ich denn platzieren? Kann ich dich platzieren? So, wartest du. Wenn diese Karte ausgespielt wird, werden Mogetrio Nummer 2 und Mogetrio 3 deiner Hand hinzugefügt. Ich nehme mal hier, muss ich das, ne? Das ist auch cool. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auf den betroffenen Feldern um 4. Also hier, ne? Und hey, guck mal hier. Ne, warte. Solange ich diese Karte auf dem Feld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf diesen Effekt betroffenen Feldern um 2. Hm. Drei, ich brauche ja gar nicht 3. Hm, ich habe so das Gefühl, da bringt es nicht irgendwie. Ich brauche 10 Punkte, oder? Ich habe so das Gefühl, hier ist richtig. Oder? Möchte ich hier platzieren, dann kriege ich 2 Punkte, wird es aber nicht so viel bringen, habe ich so gefühlt. Ich probiere halt einfach mal. Sieben, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, leider. Nee. 10. Also ich krieg zusätzlich noch mal Punkte. Ich glaube nicht, ne?
Nochmal. Habe ich dadurch gut Karten bekommen? Warum nicht, ne? So. Was mache ich hier? Dich kann ich nur hier platzieren. Ich habe so ein Gefühl, das ist richtig, ne? Dich kann ich nur hier platzieren, weil du zerstörst dann so eine Karte, ne? Oder soll ich den da oben erledigen? Nee, ne? Sind nicht auch so ein Zerstörungsding hier? Diese roten sind da so Zerstörungsdinger, oder? Hm. So, ich kann ihn eigentlich nur hier platzieren, weil er macht dann den Kaktor kaputt. So, was war, machen wir jetzt so. Dann haben wir da Gleichstand, ne? Und jetzt verstärkst du die Karten, genau. Jetzt muss ich eigentlich nur noch hier, ne? Ja. Boom. Damit haben wir gewonnen. Sieg. Okay, das ist eine gute Karte, finde ich. Ne? Spawn zwei andere Karten. Alle Karten, Anfänger auf Karten, Dings hier. Na gut. Na, guck mal, was noch hier ist, ne? Kann man eine Karten kaufen, neue? Nö. So, wo sind die beiden Quests hier? Ich nehme an, unsere Erkundung von Coral tun wir uns bis zum nächsten Mal aufbewahren, ne? Ich würde mir nur wünschen, man könnte hier schwarzes Brett da. Ich würde mir nur wünschen, man könnte die Charaktere auch hier so wechseln, so wie man ja letztens hier wechseln konnte zwischen Aeris und Tifa. Du oder ich, Johnny Strandhotel. Und zwar von mir, oder soll ich sagen uns? Okay. Modeschöpferin. Oh. Dass für uns auf ein Date geht. Wer? Wer wird hier als Date gleich rumlaufen? Kann man uns hier hin teleportieren? Nein. Okay, Johnny, ich komme dir da zurück. Mach dich bereit. Da sind wir doch noch die Folge hier in Costa del Sol, ne? Ja, aber da kommen gleich irgendwann später noch mal ein paar Missionen. Ich wollte hier nicht so rüber klettern wie so ein Irrer. So, wie komme ich noch mal eher hier? Mal gucken. Oh, bam, bam, bam. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches an sich. Ja, ganz sicher. So, Johnny war hier, nämlich. Nanu, hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Hast aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Wie du ja weißt, habe ich meine Schulden erlassen. Ich muss schon sagen, wir brauchen ein paar Freundschaftspunkte mit ihr, ne? Wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön aufzuputzen. Aber hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn es doch nur so einfach wäre. Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny, warum bist du ich? Oh, Johnny, wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Ne, irgendwie nicht, was? Die Betten sind alle frisch bezogen. Oh, was? Jo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen wie ich. Schandoppelgänger? Er hat so ein Blatt auf dem Kopf. Na. Tja, voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt?
Wann beherrschst du Ninja-Tricks? Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur meine Schuld sein, wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Da. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Ich bin einfach zu gut. Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Ha. So aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst. An der 0 mal 3 ist immer noch 0, ne? Und ich bin nicht aufgeschmissen. Aber wie viele von denen rumlaufen? Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also, ich finde, wir sollten ihm helfen. Ja, irgendwie warst du ja daran schuld, deswegen. Gut. Danke, Bruder. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich habe sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Beginnt eure Suche da. Wo sind denn die Costa-Fällen? Ist das hier draußen? Okay, das ist noch hier nah dran. Ja, gucken wir erstmal, was andere, wo die andere Quest ist, ne? Da ist sie auch irgendwo anders. Ne, hier ist das Auftrag der Modeschöpferin. Da klingt schon wieder so, hey, Barbarazzi. Da klingt schon wieder, als wäre irgendwie so eine Quest, die uns noch mehr Klamotten geben könnte. So, das sieht außerdem aus, als wäre hier dieses Piratenschieß-Minispiel, wo ich dahin muss. Runden am Strand ist das. Ja. Muss ich da jetzt auch wieder Strandklamotten anziehen, wenn ich darunter darf? Nee, jetzt kann ich so normal herumlaufen. Ey yo. Ich habe gesagt, ey yo. Final Fantasy 12. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber so heißt ein Charakter aus Final Fantasy 12. Hauptcharakter. Diese Viera. Dieses Hasenmädchen. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Mit mir? Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Und unsere neueste Kollektion soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Und die Modenschau ist auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Was ist? Habt ihr Lust bekommen? Wieso habt ihr euch mit Hoyo abgegeben? Das ist mal eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Wir waren nur auf Bitten des Bürgermeisters bei ihm. Das ist alles. Okay, ein bisschen haben wir vielleicht auch gehofft, er könnte uns zu einem Laden in Midgar verhelfen. Daraus wurde aber nichts. Okay, wir machen das. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Überlasst alles uns. Wir planen für euch den perfekten Tag. Ich warte bei der wilden Hatz. Und ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Aber lasst okay. Euch hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Oh Gott. Ich habe Force geschippt mit Aris. Okay, warum nicht, ne? Ungewöhnlicher Job für dich, oder? Hab doch einen Profi an meiner Seite. Oh, na, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Und was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Ah, auf den Dächern vielleicht? Warum nicht? Ja, hatten wir schon. So, das Piratending ist hier in der Nähe. Machen wir das direkt, ne? Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Du musst nur die Zielscheiben treffen und damit auch ihr Herz. Klar. Ein Geisterschiff ist auftaucht mit deiner Kameraden. Im Kampf mit deiner Zielsicherheit hilft deinen Kameraden im Kampf mit deiner Sicherheit. Form von Ungeheuern
Ist halt irgendwie so, so falls man das hier irgendwie nicht. Nee, das ist wieder was anderes, ne? Abyssusreif. Ich dachte, das wäre jetzt hier so ein Rundgang zu diesen ganzen Minispielen, aber wir mussten ja mit Barrett das machen, ne? So, hat mir natürlich wieder Präzision 0%. Dann habe ich vielleicht erstmal schießen. Aber jetzt muss ich sogar aufpassen, was ich hier schieße, ne? Ich kann nicht spammen, ne? Dann kriege ich wahrscheinlich weniger Punkte oder so, ne? Na, bist du schon in mich verliebt, Aris? Ah, verdammter Trick. Dreh dich um, dreh dich um. Oh, ich dachte, er dreht sich um. Ha. Ja, ja, die Präzision hängt irgendwie von meiner Punktzahl ab, sehe ich gerade. Das wäre eigentlich schon schwierig genug, wäre hier. Das ist ein Tomboy. Oh, der hat sich umgedreht. Ne, ich weiß nicht, welche von denen sich umdrehen, welche nicht. Nein, das ist auch voll schwierig. Ich wollte gerade mal mit dem rechten Analogstick versuchen, aber man kann doch mit den linken, sehe ich gerade. Ah, ist unfair. Nein, was war das? Ein Kaktor. Nein, ich dachte, da kommt noch mal hier. Komm her, du Stück. Nein, der hat bestimmt voll viele Punkte gegeben, ne? Nein, da. Ja, ich weiß nicht, ob ich den anschießen kann. Na. Ich weiß nicht, ob ich ihn anschließen kann. Nein. Okay, 11.000 ist gar nicht so wenig, finde ich gerade. Okay, Zielvorgabe war 18.000. Ist gerade mein Mikrofon? Oder war das? Ja, war mein Ladekabel. Noch einmal versuchen? Nein, nicht jetzt. Das sind so Sachen, die mich auch. Aber ich glaube, ich könnte das sogar noch besser. Eine Frau, die weiß, wie man Männerherzen erobert. Ich hatte erst mein Mikrofonkabel, wäre jetzt gerade abgestöpselt. Er hat das alles für sie getan. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Okay. Ist hier aber noch nicht zu Ende. Naomi erwartet euch bei der Wilden Herz. Oh Gott. Dann gehen wir mal da hin. Bin richtig gespannt, was wohl als nächstes kommt. Hoffentlich nicht wieder so ein Schrott. Laut. Hab doch einfach mal ein bisschen Spaß. Ich bin richtig. Fight or flight. Nicht so mit Dates. Ah, was du nicht sagst. Ja, es ist irgendwie so die einzige, die irgendwie Cloud so in den Griff hat, ne? Kampf oder Flucht. Ich habe noch nie so, ich habe das nie auf Deutsch gehört. Flight or fight, ne? So Reaktion auf Gefahr, ne? Flight oder fight, ne? Ich habe noch nie so auf Deutsch gehört. Das ist davon die deutsche Übersetzung gibt. Oh, da seid ihr ja endlich. Beeilt euch, das Rennen fängt bald an. Rennen? Wilde Hatz ist die beliebteste Ballsportart in Costa. Hier kann das eigene Haustier sich mal so richtig austoben. Und was gibt es Besseres, als mit seiner großen Liebe einem knuffigen Tierchen dabei zuzusehen, wie es seinen Spaß hat? Seid ihr bereit? Klar. Weise ihn schnell, ich kann den Moos von Wilder hat es befördert, die Bälle von 1 bis 8 der Reihenfolge nach ins passende Tor. Die Zeit wird gestoppt, wenn der letzte Ball sein Ziel erreicht hat. Warte mal. Von 1 bis 8.
Also sogar in die Reihenfolge. Megalodon Armreif, ja, davon hätte ich gerne auch ein paar. Wünscht mir Glück. Hast du eigentlich zugehört? Das ist für Tiere. Menschen sind per Definition Tiere, also kann ich mitmachen, richtig? Nein, das geht leider nicht. Ach, Menno. Aber ihr habt doch ein Haustier, oder? Lasst mal das Haustier ran, das keins ist. Dieses Rennen ist so gut wie gewonnen. Red macht das schon. Na gut, dann müssen wir ihn wohl ordentlich anfeuern. Gib mir ein R, gib mir ein E, gib mir ein D. Ausgezeichnet. So, alles klar. Dann sehe ich jetzt die Nummern von den Dingern. 4. Gott. 4. Nein, 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 nicht da rein, nicht da rein. Doch, doch, da rein, doch, da rein. Muss man jetzt halt rote. So, war richtig. So, nein, da war. Ich dachte, da wäre rote gewesen. So, 1. Na, warte mal, da oben sieht man sogar. 2 ist blau, ne? Stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor, wenn ich ganz ehrlich bin. So, 3 ist gelb. Halt aus dem Weg. Nein, bringt aber, wenn er reinfällt. 4. Boah. Aber den vierten muss ich jetzt hier finden. Warte mal, du siehst anders aus. Du bist die 4. Ja, wo muss ich dich jetzt reinpacken? Da, guck mal hier. Deut. Oh. Zack. So, 5. Gelb, 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 gelb. Da ist gelb. Boah, jetzt haben wir auch noch Stacheln. Weil da kann ich den ja rüber lupfen lassen, ne? Nein. Nein. Ja, so geht auch. So, dann Nummer 6. Wo ist die Nummer 6? Da ist die Nummer 6. So, einmal hier und dann boom. Jawohl. So, bist du rein da? Geh rein da. So, wo ist die 7? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Hier ist die 8, habe ich gerade gesehen. Wo ist die 7? Da. Oh, da geben sie mir gar keinen. Nee, das ist gar nicht. So, geh mal ein. Dann, nein, roll noch weiter. Nein, zu weit gerollt. Nein, geh da rein. Meiner. So, und die 8 war hier, habe ich gesehen. Na, oh, nein, komm. 3 Minuten waren da, glaube ich. Nein, geh da rein. Nein, das gibt's jetzt nicht. Geh da rein. Danke. Boah, mein Gott. Oh, schön. Oh. Der Wahnsinn. Du warst wie ein roter Blitz. Ja, bin auch ganz zufrieden. Scheinen die beiden eine sehr innige Beziehung zu haben. Als sie gesehen haben, wie sich ihr Hündchen für sie angestrengt hat, Hündchen, hat es noch einmal richtig gefunkt. So dahin schmelzen. Genau das habe ich gebraucht. Mein Kopf sprudelt schon über vor all den Ideen. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück in den Laden. Ja, da hat übrigens noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Deswegen soll
solltet ihr euch jetzt sofort zum Chocobo-Verleih begeben. Okay. Gut gemacht, Red. Na Gott. Na, kommt ein Dialog hier. Ich mache mal ihren Schnitt. So. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Ne? Wir haben ein bisschen Zeit hier verbracht mit Yuffie. Hier mit der Rekrutierung von Yuffie. Aber ja, was soll's. Ne? Trotzdem haben wir ja noch ein Part hier ein bisschen verbracht in Costa del Sol. Ich weiß nicht, wie lange wir noch hier sind. Aber ja, wahrscheinlich gehen wir schon nächstes Mal hier in die Weltkarte raus, weil wir schon da irgendwie hin müssen. Wir nähern uns hier so langsam mal den Ausgang, habe ich so ein Gefühl. Und gut, dann sage ich ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Mein Gott, sind ja viele Berichte anscheinend. Oder bin ich mir nur ein? Keine Ahnung. So, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.